Glück auf, ihr Räuber! Robert Outdoor hier und heute mit einer neuen Folge Zeig dein Zeug. Folge 10 heute. Ich habe mal wieder richtig Bock, ich hoffe ihr auch. Ich habe eine Menge Sachen eingesandt bekommen und ein paar davon möchte ich euch heute zeigen. Das, was die Leute so mit sich tragen, ihr EDC Everyday Carry, wie auch immer man das nennen möchte. Alles, was man also jeden Tag so mit sich rumschleppt, was nützlich sein könnte oder von dem man zumindest denkt, es könnte nützlich sein. Ich werde demnächst noch ein paar Sonderfolgen machen, wo ich ein bisschen Material vorstellen werde. Ich habe ein paar Neuzugänge. Ich habe hier Messer von The James Brand, unheimlich tolles Teil. Dann habe ich hier mehrere Leder-Organizer und halt auch noch ein bisschen spezielleres Zeug aus Titan. Ein neues Neckknife ist am Start. Eine Menge toller Sachen. Da wird es noch ein paar kleine Einzelfolgen geben. Wenn ihr Bock habt, selber mal Sachen einzusenden, die die Leute sehen sollen, die ich mir anschauen soll, vielleicht noch meinen unqualifizierten Senf dazu abgeben soll, dann schickt mir doch selber einfach mal Material, das ihr aufgenommen habt zu Hause. Das kann mit dem Handy sein oder so, wie auch immer. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Sachen einfach einschickt und zwar an die jetzt hier unten eingeblendete E-Mail-Adresse, wie immer. Am besten einen nicht passwortgeschützten, freigegebenen Link, also kein Wie-Transfer oder irgendwas, was nach kurzer Zeit abläuft. Schickt es einfach an diese E-Mail-Adresse, diesen Download-Link. Google Drive wäre zum Beispiel ganz gut geeignet. Irgendwie hat ja eigentlich jeder, der auch einen YouTube-Account hat. Ja, und dann lade ich mir das runter und vielleicht seid ihr dann in der nächsten Ausgabe schon mit drin und wir quatschen über euer Everyday Carry. Okay, also los geht's mit der 10. Folge. Okay, nicht lang quatschen, wir fangen direkt an. Meine erste Einsendung habe ich vom Andreas bekommen. Ich sage die Nachnamen wie immer nicht mit dazu, es sei denn, es steht ausdrücklich in eurer dazugehörigen E-Mail, dass ich das soll oder muss oder darf oder wie auch immer. Andreas, Siegtal Outdoor, soweit ich mich erinnere. Bitte fallt nicht über mich her, wenn es nicht so ist. Schreibt es in die Kommentare oder schreib du es mir in die Kommentare vielmehr. Ich schaue mir jetzt mal an, was du hier so an EDC zu bieten hast. Also, Film ab! So, hallo Gus, mal ganz spontan, ein bisschen ungewohnt, ich filme mich eigentlich nie selber beim Spaziergang mit meinem Hund. Zeig dein Zeug. Ja, coole Klamotte, dachte ich, mache ich mal mit. Gut, ich habe jetzt den alten Jägerrucksack von der Bundeswehr dabei, den habe ich sonst nicht mit, deswegen zeige ich halt auch nicht alles. So, wo fangen wir an? Vorne rechts, Kiba. Sehr gut. Mit einer kleinen Olight-Taschenlampe, die gab es sogar mal bei ihrer Werbeaktion bei Facebook. Der kleine Victorinox. Am allermeisten benötige ich dieses Werkzeug. Irgendwie scheinen im Alter die Zahnlücken größer zu werden. Tja, dann eingeklippt, auch vorne rechts der Böker Brass Rocket Pan Brass oder Brass, also Messing. Fällt ein ziemlich guter Teil. Fischer Space Pen Mine drin, komme ich gut mit zurecht. Vorne links, iClip. Sehr gut. Ein bisschen Knete. Super praktisch das Teil. Kleingeld habe ich so in der Tasche, kommt abends in die Tasse für die Urlaubskasse. Und von dem lieben Markus Reichertz mein. Oh, ist das die Pry-Bar? Titan. Geil. Pizza. Ey, hat uns der Rabauke auch geschenkt. Sehr gut. Ich liebe das Teil. Ja, cooles Ding. So. Andreas, schreib mal in die Kommentare, was du das her hast. Das ist die EagleTech P2OA2. Okay. Was für ein Name? Wenig Funktion. Also, man kann hier vorne mit drehen, alles Mögliche machen. Ist mir scheißegal. Volllicht.
einmal drehen, weniger Licht, den Rest nutze ich eh nicht. Am Gürtel habe ich heute in einer wunderschönen Scheide von LS Houses. Ja, Scheide gesagt. Ein Enzo Elver, handliches Messer, aber können wir schön mitarbeiten. Cool, so. Und die Position ist eigentlich bei mir ständig wechselt, wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch im Arbeitsleben. Ich bin Jugendhilfe, Jugend- und Familienhilfe unterwegs. Da ist das ein bisschen blöd, cool, mit dem Fix am Messer, am Gürtel. Da habe ich oft auch eine Victorinox Rangerwood dabei. Ja, nicht zweifelsfrei-konform. So. Auch gut. Arsch rechts, der momentanen Situation geschuldet, haben wir immer eine. Ja, zu Hause habe ich das nicht, sonst auch. Eine Maske dabei. Ja, das war im Großen und Ganzen. Lesebrille, Handy ist sonst noch mit am Mann. Ja, zum Abschied noch ein kleiner Gruß von Falco. Falco, hey, sag mal hallo Rupert Outdoor. Labrador. Hat er keinen Bock drauf. In dem Sinne, ciao. Ciao. Super. So, jetzt bin ich wieder nach Hause gekommen, habe festgestellt, dass ich noch zwei wichtige Dinge vergessen habe, die ich natürlich immer dabei habe. Das ist einmal meine Navajo Native, ja, Silberspange. Die trage ich wirklich seit 25 Jahren so gut wie jeden Tag. Cool. Und meine Treasure, oh, wie heißt die denn? Ich glaube PP6600 Sand, genau. Okay. Alles klar. So, Gruß aus dem Siegerland. Ciao. Ciao. Mein Lieber, super, super. Cooles EDC, auch kurz und knackig präsentiert. Diese Uhr am Schluss, also die Uhr nicht mal selbst, sondern eigentlich mehr so die, das Armband. Meine Fresse, wenn ich so ein breites Lederarmband umhaben müsste, länger als 2 oder 3 Stunden, kriege ich Kratzer drunter. Kann ich nicht tragen. Ich bin auch eh so eher Metalltyp. Oder ja, so manche so Nylon-Straps finde ich ganz cool. Ich habe so alte Oris-Modelle mit Nylon-Strap, die finde ich richtig cool. Aber Leder schwierig bei mir, je nachdem was für eins. Also ich habe auch ein paar Lederarmbänder, aber wie gesagt, die Breite und diese Auflagefläche, ich habe auch sehr schlanke Handgelenke und deswegen, weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding. Aber die Uhr sah interessant aus, kannte ich aber überhaupt gar nicht. Ansonsten, wie gesagt, cooles Ding, knackig gemacht, finde ich auf jeden Fall super. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, wir haben denn hier den nächsten Beitrag. Warte mal, wen haben wir denn hier? Ah, ja. Wer das letzte Video von uns im Lager gesehen hat, der kennt ihn schon, der hat ihn schon gesehen. Rabbit. Haben wir hier eine Einsendung? Warte mal, wo haben wir es? Da ist es. Okay, schauen wir doch mal, was Rabbit so alles hier am Start hat. Servus Goose, hier ist der Rabbit. Ich wollte auch mal mitmachen bei deinem Format Zeig dein Zeug. Gucken, was ich alles so dabei habe als EDC. Als erstes habe ich täglich dabei mein Schlüsselbund, Einkaufswagen, Chip, Schlüssel, einen Anhänger. Oh, Famas, geil. Und eine Lampe, eine Olight IE3 EOS für Kleinigkeiten. Wunderbar. So eine Rucksacklampe. Kann man halt kleine Sachen mit finden. Ja, kleine Lampen. Dann habe ich immer dabei mein Zippo mit Gravur. Schön. Funktioniert natürlich. Der heißt gar nicht Rabbit. Garantie. Unfassbar gut, die Dinger. Dann habe ich dabei mein Autoschlüssel. Ah. Panischer-Anhänger dran. Schon schön, etwas mitgenommen, aber naja, nicht schlimm. Schönes Auto hat er. Dann habe ich täglich meine Olight, zweite Lampe, oh, den Camouflage-Look, eine i5T, ziemlich cool, verschiedene Leuchtstärken, einstellbar. Coole Camouflage,
cooles Camouflage-Muster, oder? Also ich fand es auf jeden Fall, die sah so eine Mischung aus einem wirklichen Tarnmuster und halt total abgetragen mit Gebrauchsspuren oder wo so Messing durchblitzt oder so. Nicht so eine gleichmäßige, ich finde das bei Tarps auch manchmal schrecklich, wenn die so diese Pattern einfach nebeneinander gedruckt haben. Das sieht dann von Weitem überhaupt nicht mehr natürlich aus. Aber die Lampe gefällt mir auf jeden Fall, die ist richtig cool. Ja, finde ich total geil. Klein, handlich. Ja. Schick, oder? Schönes Gewicht. Top. Dann habe ich dabei meinen Kugelschreiber. Marke, oh, gar keine Ahnung. War bei eBay Kleinanzeigen in Kupfer. Wiegt ein bisschen was. Er schreibt auch. Hört Glasbrecher dabei. Ja, kann man noch als Druckpunktverstärker benutzen. Was, wie du weißt, Gruß in der Schweiz absolut verboten ist. Dann habe ich täglich dabei mein Portemonnaie. Ist halt nichts Besonderes. Große Börse, Kartenfächer, Geldfach. Ist sogar was drin, wundert mich eigentlich bei mir. Wird ja Zeit, dass ich irgendwie wieder irgendwas kaufe. Wird abgezogen beim nächsten Mal. Ist ein Custom-Made. Habe ich von meiner Frau zu Weihnachten geschenkt bekommen. Total geiles Teil. Habe ich jetzt auch schon 5 Jahre, wird langsam schön mit Patina und Used Look, wird langsam weich. Geil. Sehr gut, gefällt mir richtig gut. Dann, Galasso Brothers. Du kennst den Gruß, du hast gesehen, wie er hergestellt wurde. Mein Ehering. Ja. Geile Geschichte, dass du dabei warst, freut mich, Gruß. Begleite mich halt auch, habe ich immer dabei. Sonst gibt es auch Ärger. Hat ein schönes Filmchen über seine Hochzeit. 42A-konform. Toller mein Tag. Oberland Arms. Oh, okay, Sepp, Waffenstahl. Titan Sepp heißt es in Carbon Camouflage Look. Finde ich mega geil, habe ich gesehen und mich direkt schock verliebt. Ist eine limitierte Auflage. Oberland Arms stellt eigentlich Waffen her. Und gute Sachen sogar. Schöne AR-15. Fertigen aus den Resten dann diese geilen Messer in limitierter Auflage. Hier sehen wir Nummer 221 von 243. Mega geiles Teil. Cool. Wie gesagt, 42A-konform. Kann euch niemand was. Und wie ihr es gerade gesehen habt, geht es halt trotzdem auch mit einer Hand auf. Wenn es mal nicht 42A-konform sein soll, dann begleitet mich täglich mein Benchmade Crooked River. Das nicht so das toll, kleine, sondern das große. Naja. Ja, das hat er jetzt auseinandergenommen. Auch geile Klingenform, geiler Stahl, geiles Messer. Läuft jetzt wesentlich feiner. Dran, ne? Jetzt flickt er das auch richtig. Geiler. Ja, dieses Rabbit Beat ist so super. Ey, das ist mit Zähnen. Ich habe auch so Zähne. Auch so Hasenzähne. Schönes Messer, halte ich toll in der Hand. Mit Holz, dem Titan hier. Das super. Ist echt schick. Tolles Teil. Deswegen besser noch ein Messer, ne? Tja, ansonsten, Gruß, du bist ja sehr uhrenverliebt. Habe ich dann noch meine Uhr. Es handelt sich hierbei um eine Phoenix 6 Garmin. Pro von Garmin. Finde ich total geiles Teil. Hat halt ein paar Features wie Pulsmesser, Navigieren, Karten und dein Kumpel da aus der USA, ich glaube Uwe hieß er, der hatte sie ja auch und er hat ja auch schon gesagt, dass das Ding unschlagbar ist. Du kannst irgendwo in der Walachei sein und machst halt Navigation an und sie führt dich nach Hause und das war für mich auch ein Grund, diese Uhr zu kaufen. Ist schön klobig, ist schön groß, schön schwer, mag ich, ist mein Style und als letztes, ne, wie du ja deine Philosophie guckst, besser noch ein Messer, habe ich dann auch noch ein Neckknife. CRKT. Minimalist. Das ist toll. Kleines Teil. Ja. Schöne Klinge. Davon habe ich mir schon so viele gekauft. Nicht gut in der Hand. Minimalist von dem CRKT. Atze habe ich eins geschenkt davon. Da seht ihr es. Ecki habe ich auch eins geschenkt. Ja. Und das ist. Ich habe, glaube ich, auch drei davon. Was ich täglich mit mir verschiedene rumschleppe. Klingen und. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.
Der Rabbit. Rabbit, danke dir für das Video. Das war ein cooles EDC, hat mir gefallen. Schöne Sachen dabei, alles sehr praktisch. Ich bin in mehreren Kommentaren gebeten worden, mal die Fresse zu halten. Ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, mal nicht so viel während des Videos zu erzählen dazu. Mal gucken, ob mir das gefällt. Wenn nicht, quatsche ich beim nächsten Mal halt wieder drüber. Nee, ich habe mir einen neuen Live-Mischer gekauft und den werde ich beim nächsten Ding einfach mal anschließen und das mit mehreren Kameras filmen und dann auch die Videoeinsendung von euch live einspielen, sodass ich einfach ein Live-Picture im Picture habe, wo ich dann das Bild zwischendurch einfach auch anhalte und dann meinen Senf dazu abgebe. Ansonsten, wen haben wir denn hier noch? Ah, hör mal, haben wir noch eine Einsendung gekriegt hier. Moment, wo ist er? Da ist er, der gute Survival Adventure, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, da macht er so abgefahrene Klamotten wie Experimente mit Schlafentzug, also so ein, wirklich auch ein bisschen ausgefallenere Sachen, aber ansonsten auch zwischendurch ganz normale so Bushcraft-Videos, wie sie viele machen halt irgendwie, aber er hat auch zwischendurch extra so ein paar Dinger dabei, wo du denkst, so, wie ist er denn jetzt da drauf gekommen? Geile Nummer irgendwie. Der hat mich schon ein paar Mal angeschrieben und Desse, hier haben wir seine Einsendung zu seinem EDC. Wir schauen mal eben hier rein. Also, los geht's. Schmerzlich willkommen, Ruhrpott Outdoor Team. Hier ist euer Survival Adventure. Moment, Alter. Erstmal schmerzlich willkommen ist, glaube ich, auch seine Standardbegrüßung in seinen Videos. Er hat auch einen leichten Hau weg. Was ich jetzt hier gerade aber sehe, ist, also ich habe ja schon eine Einsendung gekriegt, wo jemand eine Tabletop-Kamera benutzt hat. Da habe ich immer gedacht, naja, schade, jetzt sieht man nur seine Hände im Bild und so. Dann kriege ich auch Sachen von Leuten, die sich nur selbst filmen und ihre Sachen nicht zeigen und dabei aber immer runtergucken und dann erzählen, was sie gerade in der Hand haben. Man sieht es aber nicht. Aber hier, das ist eine Mischung, die habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Tabletop-Kamera, mit der er das Zeug und sich selbst gleichzeitig filmt. Eine etwas wirsche Perspektive, aber wir schauen einfach mal, wie er das jetzt gelöst hat. Ich bin gespannt. Also, ab geht's. Ich wollte heute mal mein EDC euch vorstellen, was ich so immer dabei habe. Einmal hätten wir dann hier meine Zigarettendose. Oh, die hat Malibu Stacy auch. Mein. Ist doch geil, dass er jetzt aufsteht, wa? Eine geiler Powerbank, Team. Falls mal der Strom leer geht. Zweimal Ladekabel. Einmal um die Powerbank zu laden, einmal um mein Handy zu laden. Dann mein Schlüssel. Mein Haustürschlüssel. Keysmart? Kann man schön so auseinanderklappen. Ja. Ein Kugelschreiber, der gleichzeitig auch als Kubotan dient. Den habe ich, glaube ich, auch. Das ist irgendwie noch so ein Waffenschreiber, einfach so ein, den man fürs Handy klappen kann, um was dich alles gibt. Hinzustellen, aufrecht, um was zu gucken. Dann habe ich noch Augentropfen, falls die Augen irgendwie gereizt sind. Zwischendurch. Dicker! Falls die Augen irgendwie gereizt sind. Ey, in meiner Lehre habe ich, glaube ich, 2 Jahre lang nur mit diesen Augentropfen verheimlichen können, dass ich sowas von vollgeknallt war, wenn ich auf der Arbeit war. kann man das überhaupt noch... Ja, ist, ach, Ewigkeiten verjährt. Egal. Trage ich Kontaktlinsen, da ist das ganz wichtig. Unter anderem so, habe ich meine Bluetooth-Kopfhörer dabei. Okay. Ein nettes Tool. Eine Zange? Das sieht schwer aus. Ach, das kenne ich. Jo. Dann auf der anderen Seite ein Engländer, oder? Engländer. Ja. Ist cool, schöne Sachen dran. Ein Messer. Und nicht verriegelbar. Okay. Mit Schraubendreher-Bits. Ah, okay, das ist natürlich schon praktisch halt, wenn du das auch alles noch dabei hast. Aber das Ding sieht echt wuchtig aus, schwer aus. Oh, ich habe mir Schrauben festdrehen. Ich habe mir dieses Multitool von Spyderco, das ist ein ultra seltenes Ding, das werde ich auch mal zeigen, das habe ich mir gekauft. Und das Teil wiegt eine Tonne, das kann ich überhaupt nicht mitnehmen. Also das alleine macht das EDC doppelt so schwer wie sonst alles, was zusammen drin ist. Also, naja. Okay, sorry, weiter geht's. Dann
eine Nagelknipse mit Nagelfeile, falls mal irgendwo was abgeknipst werden muss. Ja. Unter anderem eine Pinzette, falls man sich irgendwo einen Splitter reingehauen hat. Dann hätten wir mein Kartenorganizer. Ah, das sind diese flexiblen Dinger, die gefallen mir nicht ganz so gut. Dann ein Einkaufschip. Unter anderem. Und da sind keine Kaugummis drin. Aha. Da habe ich dann einen Zahnstocher und. Also Flossette, ne? Ein Erweiterer für Klinke, für Kopfhörer. Ah, kann man zu zweit über eine Telefon. Unter anderem ein Brillenputztuch. Zwei USB-Sticks mit Umwandler auf USB-C. USB-C. Dann ein ganz normales USB und Micro-USB. Oh, cool. Den kann man dann auch nochmal als USB-C. Ein weiteren USB-Stick. Was hast du denn da alles drauf? Wenn ich so viele USB-Sticks brauche, weiß ich nicht. Einer würde wahrscheinlich reichen. Wahrscheinlich. Dann, besser wenn noch ich ein USB-Stick. Spazieren gehe, habe ich meine Handschuhe, Gummihandschuhe dabei und immer eine Mülltüte. Wow. Ich habe zwar keinen Hund, aber mir ist aufgefallen, dass egal wo ich durch den Wald laufe, überall Dreck liegt. Ach so. Und wenn ich schon spazieren bin und den Dreck sehe, kann ich den auch mitnehmen. Das ist eine sehr, sehr noble Einstellung. Wir haben beim Wandern immer Mülltüten mit und nehmen auch Zeug von anderen mit, sehr oft sogar. Am Lager, klar, da braucht jeder von uns nachher einen großen blauen Müllsack, wenn wir da wieder abhauen. Aber wir schleppen alles wieder raus, was wir mit reinschleppen. Ist auch nicht so schwer, finde ich. Sehr geile Sache. Handschuhe ist echt eine coole Sache, mehrfach verwendbar. Kannst du über Sachen drüber stülpen, um sie wasserdicht zu machen. Kannst du aber auch nehmen, so wie er, um Müll aufzuheben. Ich hoffe, du meinst jetzt auch Müll und nicht, dass du Hundescheiße von anderen Hunden einsammelst, weil die kann man im Wald getrost liegen lassen. Also wenn es jetzt nicht irgendwie wie in so einem Park alle 2 Meter ist oder so. Aber ansonsten, Tiere scheißen halt im Wald. Das wird zersetzt und naja, ist nicht weiter wild. Aber super Sache. Also ich habe auch oft Probleme so, ich hebe jetzt nicht irgendwie so getragene Masken von anderen Leuten auf oder so, wenn ich die im Wald beim Spazierengehen mit Anton oder so sehe. Aber ansonsten nehme ich auch eine Menge Scheiß mit und werfe die dann da 100 Meter weiter, sind da überall so kleine Mülltonnen, dann werfe ich das da rein. Meistens Getränkepackungen oder Dosen oder sowas irgendwie. Ist schon ätzend irgendwie. Finde ich sehr gut. Klasse Sache. Beziehungsweise einpacken und wegwerfen. So. Das wäre mein EDC gewesen. Viel Spaß beim Schauen. Danke. Und in alter Ruhrpott Outdoor Manie, Glück auf! Manie. Ja, manisch sind wir auch oft, das stimmt. Vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Abrundung für das heutige Zeig dein Zeug. Eine geile Nummer mal wieder. Waren auf jeden Fall eine Menge toller Sachen dabei. Danke an die Einsender natürlich. Und auch danke nochmal an euch für das Schauen, für das Kommentieren, fürs mit Abstimmen bei irgendwelchen Dingen, was auch immer. Sehr viel Einsatz scheint ja wirklich zu gefallen, das Ganze hier auch mal in deutscher Sprache zu sehen. Ich selber habe viele Klamotten in der Richtung geguckt, in englischsprachiger Version, habe mir gedacht, warum macht das nicht mal ein deutscher Kanal? Ist natürlich jetzt keine 1:1 Umsetzung von irgendwas anderem, aber klar sind diese Pocket-Dump-Shows halt aus den USA bekannt. Und ich fand es einfach cool, mal zu sehen, was schleppen die Leute hier mit sich rum. Das ist ja natürlich auch geografisch schon mal wieder ein Unterschied. Hat sich auf jeden Fall für mich vollkommen gelohnt. Es ist richtig cool, was ich für Einsendungen von euch kriege, was für abgefahrene Ideen manchmal dabei sind und auch manchmal abgefahrene Videoeinsendungen. Beim nächsten Mal zeige ich euch mal einen kurzen Ausschnitt von etwas, was ich halt leider nicht ausstrahlen kann. Hat aber dann mehr mit so GEMA-Rechten und Copyright zu tun und sowas irgendwie. Aber auch geil. Oder Leute, die mir knallevoll irgendwelche Videos drehen oder so. Also wie gesagt, eine Menge witziges Zeug. Schämt euch nicht, euch vor eine Kamera zu setzen, wenn ihr das sonst nicht macht oder so. Probiert es einfach mal aus. Es ist gar nicht so schwer, wenn ihr keinen Bock habt, euer Gesicht zu zeigen. Zeigt nur eure Hände und das EDC. Nehmt euch mit dem Handy auf. Jeder hat so ein Ding zu Hause. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Schickt mir Zeug. Ich hab Bock auf alles. Natürlich alles an diese hier eingeblendete E-Mail-Adresse.
zeigdeinzeug@gmx.de und da schickt ihr mir einfach einen Download-Link hin, wo ich die Datei irgendwie runterladen kann. Am besten einfach ohne Passwortschutz, oder sonst irgendwas. Ja, schickt es einfach an mich. Ich freue mich drauf und wir sehen uns in der nächsten Folge. Zeigt dein Zeug, wenn es wieder heißt. Glück auf, ihr Räuber. Macht's gut.